Dann herzlich willkommen heute zu unserem Information, Infoabend. genau, zu unserem Infoabend, also der erste, den wir in diesem Format machen. Es geht um Matrix, es geht um die Heldenreise und wir werden heute eure Fragen beantworten und auch ein bisschen was erzählen von den ersten Matrix-Reisen, die wir so durchgeführt haben. Und ihr könnt gern die Hand heben, wenn ihr Fragen habt oder auch in den Chat schreiben. Ich habe dann ein Auge auf den Chat und dann gucken wir einfach, was da jetzt alles so kommt. Es gibt ja keine Zufälle, Carsten. Und wenn, dann sind sie uns zugefallen. Es fällt zu, was fällig ist. Okay. Wollen wir uns einstimmen, Carsten, und erstmal das Filmchen angucken? Was meinst Ja. du? Okay, dann die Annabelle hat uns ein schönes Filmchen vorbereitet. Da ist es. Dann lasst uns da mal einsteigen. Die Matrix-Komplexe sind insofern außergewöhnlich, weil dahinter keine Absicht steht. Das sind die einzigen Mittel, in denen ich keine konventionellen Informationen verarbeitet habe, sondern ausschließlich mathematische, geometrische und physikalische Elemente mit dem Ziel, etwas nachzubilden, was eigentlich nicht nachbildbar ist. Allererstes möchte ich einen Dank aussprechen an die erste Matrix-Gruppe, die sich auf die Reise gemacht hat. Denn diese hat mich aufgenommen als jemand, der 3 Jahre zuvor auf diese Reise gegangen ist. Und damals habe ich diese eben alleine gemacht und konnte mich mit keinem austauschen. Es war eine unglaubliche Bereicherung, das gemeinsam mit dieser Gruppe von Weibern und Kerlen machen zu können. Meine Matrix-Reise hat dadurch begonnen, dass die Mittel zu Hause angekommen sind und eigentlich Chaos ausgebrochen ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen und habe mich darauf eingelassen, auf eine Reise, die extrem spannend ist, die eigentlich auch nie enden wird, weil es einfach eine Reise zu uns selber ist. Die Quintessenz war, es hat mich oder uns die Gruppe einem selber näher gebracht. Also du hast ganz andere Zugang zu dir bekommen. Ja, und dieser Zugang bleibt auf einmal. Und es ist auch so, es gibt keinen Weg mehr zurück. Du hast diesen Weg gewählt und dieser Weg, der wird weitergehen. Und im Nachhinein ist es so, dass ich mein Leben lang schon ganz viel immer körperliche Schmerzen hatte. Das hat sich beim Älterwerden immer vermehrt. Also die letzten Jahre waren dann so jeden Tag überall irgendwie Schmerzen. Und seit diesem Ritual habe ich fast gar nichts mehr. Angst hat sich komplett aufgelöst. Aber der Weg dahin ist kein Zuckerschlecken. Aber absolut lohnend empfehle ich jedem, vor allem die, die so Bodenhaftung brauchen und die hier irgendwie so unsicher sind, ja, Matrixkomplexe, perfekt. Eintauchen in die Prozesse, mich dem mehr und mehr hinzugeben, einzutauchen in die Tiefe und unglaubliche Reisen zu erleben zu mir selbst. Ich bin sicher, dass ihr feststellen werdet, da geht noch einiges mit den Matrix-Tropfen. Es sind wirklich tiefe Bilder, tiefe, befreiende Prozesse, die stattfinden. Also manchmal haben wir Sachen schwer beschreiben können, aber siehe da, ich hatte mir irgendwie was aufgemalt und jemand anderes aus der Gruppe auch und als wir unsere Blätter an die Kamera hielten, haben wir dann gesehen, schau mal, meins sieht genauso aus wie deins. Mir wurden viele
viele Strukturen aufgezeigt, die ich beseitigen durfte, also chimärische Strukturen, transhumane Strukturen. Es war ein großer Reinigungsprozess auch und den habe ich auch manchmal körperlich sehr gemerkt. Der ging dann so richtig durch und durch. Jeder Bereich meines Körpers war mal dran. Ich war Blutkörperchen, ich war in meiner Lunge, ja, also in der Blutbahn, ich war im Hirn. Also es hat sich wirklich ganz abenteuerlich abgespielt. Ich war auf andere Planeten. Ich bin dann auch selber zu den Elementen geworden. Also ich bin Feuer gewesen, ich war Wasser, ich war Luft, ich war Erde. Wir sind Schöpferwesen und Geist formt die Materie. Ich habe mich gesehen als Schöpfer, ich habe mich gesehen das erste Mal auf dieser Welt. Ich habe gesehen, was man mit meiner Energie und was ich mit meinem Herzen und mit meiner Liebe erreichen kann. Ich habe gesehen Strukturen, die sich einfach dadurch lösen lassen, dass man sie mit dem Herzen berührt. Ich bin so bei mir und es ist so viel Frieden und Ruhe da und ich kann die Situation viel besser so von außen beobachten und ja, geerdet. Also das war unerwartet und beeindruckend und weiß ich nicht, was ich da noch für Worte finden kann. Ich bin der Gruppe so dankbar, dass sie mich da wirklich 2 Stunden lang durchgeführt haben, durchgeleitet haben. Ich hatte das Gefühl, ich werde erwachsen. Ich stehe jetzt hier mit beiden Beinen auf dieser Erde. Ich kriege viel mehr Verbindung zur Erde. Ich konnte dann diese Matrix-Welt fühlen in ihren negativen Dimensionen und in den guten Dimensionen. Also durch alle Räume und Zeiten. Und das Ergebnis ist, ich konnte auch tiefer bei Klienten schauen. Also ich habe dann ganz andere Inkarnationen noch gesehen. Es ist wie, als würden verschiedene Sterbeprozesse stattfinden, die mit wunderbaren Erkenntnissen einhergehen und ja, nach und nach auch eine Auferstehungsenergie haben ins Leben, in die Liebe und auch in die wunderbare Gemeinschaft mit den Teilnehmern, mit Carsten und Christina, die da so ganz wunderbar ihre männliche und weibliche Energie eingeben, halten, wertvolle Tipps mitgeben. Alle klar. Ja, ihr Helden, ich wünsche euch eine gute Reise. Lasst es euch wohlergehen und alles Gute für euch. Ihr werdet merken, es bringt euch weiter. Es ist ein Teil der Reise vielleicht nur, ein Teil des Weges vielleicht nur, aber es ist wirklich unglaublich bereichernd. Insofern, gute Reise. Die Matrix-Heldenreise war das Tiefsinnigste, was ich jemals erlebt habe. Die Resonanzmittel sind Schlüssel, um eigene innere Türen zu öffnen. Und die Matrix-Resonanzmittel sind gleichermaßen Schlüssel. Sie öffnen Räume, die für uns zunächst unvorstellbar erschienen. Es sind Tiefen, die sich zeigen und gleichzeitig eine Weite. Es ist so viel Erkenntnis da und Freiheit, dass mir bis heute die Worte dazu fehlen. Und wenn du diese äußere künstliche Matrix erkennen möchtest, dann nutze den Weg über deinen Herzraum, um dort bei deiner ganz eigenen Schöpfungsebene anzukommen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du diese Reise, dieses Abenteuer mit uns machen möchtest, dann bist du herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich und auf die nächste Reise.
Berührt mich immer noch, Carsten, das Video. Genau, so, das waren die Erfahrungen, die Stimmen von einem Teil der Teilnehmer, die diese Matrix-Heldenreise schon mit uns gemacht haben. Ja, und so sehen die aus. Sie kennen einen Großteil schon die Sprays von Carsten. Drei Stück haben wir für die Matrix-Reise, Carsten. Willst du da mal was dazu sagen zu den dreien? Ja, die drei, ich kann es mal zusammenfassen, sind besondere Wässerchen, weil ich dort, wie gesagt, nichts verarbeitet habe, was ich sonst seit 20 Jahren verarbeite, wo ich irgendwelche Stoffe destilliere, um Prozesse nachzusimulieren. Ich habe mich hier wirklich der Frage gestellt, was war vor dem Urknall? Also wo es noch nichts gab. Ja, die erzählen uns immer, da hat es einen großen Knall gegeben und dann begannen so die ersten Elemente sich zu bilden. Man meint, okay, mag so sein, aber was war denn in dem Raum vor der ersten Unterscheidung, wo alles seinen Beginn genommen hat? Und diesen Raum, den habe ich betreten und den habe ich mir vorgestellt. Das war schon eine abenteuerliche Geschichte, das überhaupt zu entwickeln und die dann zu machen, das ist jetzt 13 Jahre her. Und seitdem schlummern die bei mir im Regal. Also zum Abrufen bereit, aber es gab nur eine Reihe, eine Handvoll Verrückte, die sich auf diese Reise eingelassen haben. Die kann ich an der Hand zählen. Das Wagnis auf sich genommen haben, sich selbst zu erkunden. Und zwar auf einer Ebene, wie heißt es bei Raumschiff Enterprise, die vorher noch nie ein Mensch gesehen hat. Ja? Was Christine und ich jetzt versuchen, ist euch als Blinde eine Farbe zu erklären. Das geht gar nicht. Ja, wir können euch hier nur eine Skizze liefern oder einen Weg zeichnen, vielleicht auch ein Relief vorgeben, aber was da wirklich passiert, das hängt von der eigenen Schöpfungsinstanz ab in euch selbst. Und die hat jeder Mensch, sonst wäre er nicht hier. Jeder, der hier ist, ist hier, weil er angetreten ist, aus welchen Gründen auch immer. Und die Motive klar zu kriegen, offen zu legen, ist bei dem, was ich bis jetzt mache, nur mit diesen Mitteln erfahrbar. Die Mittel, die ich sonst mache, können zwar eine ganze Menge, aber die können da nicht hin. Weil ich was Spezielles nachahme. Und Matrix simuliert gar nichts. Das Nichts, das Große. Ja, und die Nachbildung dieser Mathematik, dieser Physik und dieser Geometrie ist in seiner Form einzigartig. Und dann kommt jeder an die Ebene in sich selbst, um der Frage nachzugehen, wer bin ich denn überhaupt und warum mache ich das, was ich hier mache? Und das haben die alle wunderbar auf den Punkt bekommen, dass sie eben Welten beschreiben, von denen sie keine Ahnung hatten. Aber die Welt ist in uns. Carsten, jetzt muss ich gerade lachen. Also genau, Geometrie und Mathematik. Eigentlich weißt du ja, nachdem wir jetzt zweimal so diese Matrix-Reise gemacht haben, dass es damit eigentlich gar nichts auf sich hat, oder? Eigentlich, aber... Genau. Jetzt kommt der springende Punkt. Es geht ja darum, diese künstliche Matrix zu verlassen. Und das hört sich zwar jetzt widersprüchlich an, aber man muss die Elemente nutzen, die zur Herstellung der Konfiguration herangezogen worden sind. Ich sammle ja nicht nur einfach Formen und Zahlen, und da habe ich mir schon was Verrücktes bei gedacht. Oder es ist aus mir rausgeflossen. Das habe nicht ich gemacht. Ich war nur der Schöpfer. Das ist durch mich durchgeflossen. Die Ideen, die ich hatte, die habe ich hier nur zu Papier gebracht. Und das fühlte sich merkwürdig an, aber nach zweimal Nächten Schlafen drüber, dachte ich mir, das ist so irre, das muss in die Welt, das Ding. Und da liegen sie jetzt seit 13 Jahren. Ist eigentlich irre, Carsten, oder? 13 Jahre und jetzt starten wir dann die dritte Gruppe. Ja? Also vielleicht hat es wirklich was mit, ich weiß nicht, mit Erwachen oder mit neuer Zeit zu tun. Ich möchte mir aus dem Fenster lehnen, aber möglich ist es. Alles hat seine Zeit. Genau. Und jeder hat seine. Genau. Genau. Ich wollte auch noch mal was sagen, genau, wenn du denn so sagst, so mathematisch und so, das hört sich bei mir natürlich nach Zahlen, nach ganz vielen Formen. Aber das, was die Teilnehmer und wir selber, also Carsten und ich, sind bei der zweiten Probe mitgereist. Wir haben gesagt, okay, wir machen wirklich richtig als Teilnehmer mit. Weil wir es eben auch in der Gruppe erleben wollten. Und das waren tatsächlich so tiefe Erfahrungen, so viel Gefühl. Und also ich kann es immer noch nicht ausdrücken, aber es waren wirklich Dinge, die
Das habe ich vorher noch nie gefühlt. Es war einfach vorher noch nicht, also für mich nicht da. Ja, das ist das Irre. Genau, das ist das Irre. Reinhilde. Hallo. Hallo. Es ergeben sich natürlich unglaublich viele Fragen jetzt. Also das erste während des Filmes schon, ich hatte das heute Nachmittag schon mal angeschaut. Macht sie übrigens super, schneidet sie die Filme. Anna. Ja. Ist es, du hast jetzt gerade das Stichwort Gefühle genannt. Also meine Frage ging aber eigentlich dahin, muss man sich das vorstellen wie eine Art psychedelische Droge, die, mit der man auch eine bewusstseinserweiternde Wahrnehmungsspektrum hat? Oder geht das eher ins Gefühl? Geht das in den Geist? Geht das in alles? Fühlt man sich da drin wie aufgelöst? Da fehlt mir jetzt total die Vorstellung. Also ich habe noch nie Drogen genommen. Ich kann es nicht. Oder solche nicht. Dinge. Der Karsten ist doch bestimmt. Ja. Nein, ich habe nichts gesehen. Ich möchte eins dazu sagen. Es ist ganz, weißt du, wie das ist, Reinhilde? Es ist ganz, ganz klar. Es ist wie wenn sich in dir aufklärt. Aber es zeigen sich natürlich viele Dinge. Also diese künstliche Matrix, die im Außen, wie soll ich sagen, die im Außen um uns herum besteht, dieses Untenhalten und solche Dinge, die werden sichtbar. Und das ist manchmal echt auch schmerzhaft. Es wird auch sichtbar, in welchen Strukturen wir festhängen. Ja, also es ist bei jedem mal unterschiedlich, weil jeder so andere so Anker in sich hat, die dann auch so nach außen ziehen. Und ja, das ist so was ganz Reines. Aber jetzt sag du mal was, Carsten, nochmal zu den Mitteln und zu diesem, was die Reinhilde also meint. Ich spreche jetzt von Drogen, obwohl ich davon keine Ahnung habe. Auch wenn es dir keiner abnimmt. Ich habe tatsächlich noch nie Drogen genommen. Ich hatte während des Studiums Zugang zu allen Drogen, zu allen. Weil wir mussten das ja untersuchen. Und mich hat nur interessiert, wie andere damit umgehen. Ich war nur der Beobachter, aber ich hatte nie Lust, mich dann über die Schnüffelbüchse zu hängen und dann die Düfte einzuatmen vom THC oder was es da so alles gab in unseren Drogenküchen. Hat mich nie interessiert. Was Rauschmittel machen, ist ja, das limbische System zu verdrehen. Ja? Klassisches Beispiel, Tetrahydrocannabinol, ich kann es sogar noch aufmalen, ändert im zentralen Nervensystem eine Schaltstelle. Das führt dazu, dass wir Farben riechen können, dass wir Gerüche sehen, dass wir Worte spüren, ohne sie zu hören. Und wir bekommen das, was als Input in uns hineinwirkt, in einen völlig falschen Kanal. Da kommt der Begriff Halluzinogen eigentlich her. Nämlich die Weiterleitung von Informationen auf Strängen, wo sie keinen Platz haben. So entstehen dann diese wirren, konfusen Eindrücke, die dann, wenn man das zu genau nimmt, manche da nicht wieder rauslassen. Also viele, die Drogen sozusagen als Konsum nutzen, die werden von diesen Drogen gefangen genommen. Wer sich aber von der Droge leiten lässt, das rituell einsetzt, also in einer Führungsmarsch oder in einem Führungsritus macht, der wird von der Droge geführt, weil man kann eine Menge lernen. Ich kann da nur Carlos Castaneda als Literatur empfehlen. 70er Jahre, lasse ich jetzt hier aus, könnt ihr nachlesen. Wenn Peyote dich findet, ist es der größte Lehrmeister. Findest du Peyote, bringt Peyote dich um. Das ist die Kurzfassung. Ja, und das bitte ich zu beachten. Das, was wir hier machen, hat mit Drogen gar nichts zu tun, weil es nicht im limbischen System Veränderungen vornimmt, sondern dich auf einer Ebene abbildet oder du dich selbst auf der Ebene abbildet, in der du alle Wege, die dich zu dem gemacht haben, was du jetzt bist, konfigurierst. Ja? Nochmal, es gibt dafür keine Bilder, es gibt dafür keine Vorstellungen, es gibt dafür keine Ahnungen. Es gibt nur ein sich einlassen auf diese Reise und sich hingeben auf das, was sich zeigt.
Wenn es da auch eine Reihe Parallelen gibt, die bei dem einen oder anderen ähnlich oder gleich laufen, heißt das nicht, dass jeder sein, dass das eine Kollektivreise ist. Das ist es nicht. Das Kollektiv der Gruppe hat den großen Vorteil, dass sie sich stützen, dass sie sich stärken, dass sie sich begleiten, dass sie sich mit Fragen und Anregungen an der richtigen Stelle motivieren, um das Augenmerk auf bestimmte Dinge zu richten. Und das hat mit Drogen gar nichts zu tun. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl, was jeder für sich macht. Aber eingebunden in einer Gruppe ist das ein Erlebnis, was seinesgleichen sucht. Wie siehst du das? Also ich würde auch gerne noch mal was zu der Gruppe sagen. Genau. Also ich habe selten eine Gruppe erlebt, die so zusammenwächst. Also es haben sich ganz von alleine die Passenden gefunden. Und es war jetzt echt schwer, nach 8 Wochen, also wir haben es jetzt 8 Wochen gemacht, da wieder auseinanderzugehen. Also da ist auch so viel entstanden. Es ist so ein Zusammenhalt, ein Zusammenwachsen und ja, ein sich gegenseitig erkennen. Wir haben eine Frage im Chat, und zwar geht es darum, ob man in der Zeit auch andere Resonanzmittel einsetzen kann. Liebe Annette, das empfehlen wir nicht. Also wenn Matrixreise, dann für diese Wochen wirklich nur die 3 Matrixkomplexe. Und danach kannst du dann wieder an deine anderen Themen gehen, die dann sowieso völlig verändert sein werden. Nichts bleibt so, wie es ist. Kann ich. Genau. Ja. Also eure Gesichter jetzt zu sehen, lässt tief blicken. Ne? Weil es gibt zu grinsende Steigerung. Und das ist jetzt gerade bei euch zu sehen. Ne? Jeder hat ungefähr eine Ahnung, aber keiner weiß, wo es hingeht. Ja? Und dieses Ungefähre ist genau der Zauber, der dem zugrunde liegt. Den eigenen Zauber zu wecken. Ohne zu zaubern. Ja, und wir können auch hier nicht hinsitzen und euch erzählen, was sich da zeigt oder was irgendwie kommen wird. Denn es ist so individuell bei jedem Einzelnen, wir können es nicht aufzeigen. Genau, Reinhilde, mach ruhig dein Mikrofon an. Ja, ich bin ganz neugierig. Ich würde jetzt ganz viel fragen eigentlich. Also, Carsten, du hast so gerade, also musst mir das... Oder jeder setzt auf dem an, was er selber an Erfahrungen, Lebenserfahrungen, also in sich trägt. Muss ich mir das so vorstellen? Und da geht es dann weiter von da aus. Zurück. Okay. Und ist man während der Zeit handlungsfähig für den Alltag? Oder unbedingt. Also ja. du musst auf jeden Fall Prosecco dabei haben. Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht das ein oder andere Pfeifchen. Wer kann dir da Rat geben? Volker, du kannst da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Also du guckst, was du dann für das, was du dann machst, als Zusatzbegleitung brauchst. Aber eigentlich brauchst du gar nichts, weil du hast alles in dir. Das ist das Erstaunliche. Wenn du auf der Schöpfungsebene unterwegs bist, weißt du, dass du alles kreieren kannst. Und das macht doch jeder fleißig nach seiner eigenen Verfassung. Also jeder stellt das her, wozu er EOY in der Lage ist. Und das Potenzial ist grenzenlos. Und die Erkenntnisse sind grenzenlos. Ja. Also genau, also es ist nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern es geht um also tiefe Erkenntnisse. Alles, ja. Okay. Das heißt, oje, oje, da steht. Und man schläft noch nachts oder geht das dann irgendwie immer weiter? Das wird völlig überbewertet. Ja, okay. Ich verstehe dich, Reinhilde. Ja, also... Wir haben alle ganz normal gearbeitet oder gewirkt, wir haben geschlafen. Natürlich war vielleicht auch mal eine Nacht dabei, wo dann so viel umtriebig war, ja, wo sich auch vieles gezeigt hat. Es gibt manche, die träumen dann auch sehr, sehr intensiv. Ja, das kommt schon vor. Also ich bin jemand, ich bearbeite ganz viel im Traum. Ich habe noch mehr geträumt und hatte so viele Träume in der Nacht. Es war aber immer klärend. Ja, es war immer klärend und es ist irgendwie immer weiter zurückgegangen. Und irgendwann war es dann auch so, du kommst auch an einen Punkt, wo es alles und nichts gibt. Also das, was man immer so sagt oder vielleicht auch so hört, das spürst du auf einmal. Also dieses sowohl als auch kriegt man dann, also es ist ja eine andere Ebene dann, ja, in der kein Entweder-Oder mehr ist. Sondern gibt es nicht mehr. Also alle Grenzen verschwimmen, wenn du weißt, dass du alles bist oder alles in dir trägst. Und nimmt
oder haben euer Umfeld, die davon nichts wussten, euch anders wahrgenommen in der Zeit? Bei mir war das zum Teil so. Also die haben nicht gesagt, sag mal Carsten, bist du neben der Spur? Nein, ich bin nur woanders. Okay. Echt? Haben sie dich gefragt, ob du neben der Spur bist? Aber ja. Das ist ja bei mir die Regel, nicht die Ausnahme. Also du musst ja verrückt genug sein, um sowas erstmal zu machen und sich dann auch noch selbst drauf einzulassen. Also wie bekloppt muss man sein? Aber bekloppt ist eine Auszeichnung. Und kann man das auch dann in Wort, also ich habe schon mitgekriegt, ja, auch im Film, das ist natürlich eine andere Welt und das, was man da erlebt, das, dafür gibt es vielleicht ja dann auch gar keine Worte, aber das ist ja auch die Kunst, dann hinterher das trotzdem formulieren zu können, um dann auch darüber sprechen zu können oder auch anderen das zu empfehlen oder wie auch immer. Das ist ja dann auch eine Herausforderung, oder? Oder ist das überhaupt sinnvoll oder lässt man das einfach alles in sich und bei sich? Das hängt von dir ab. Also, sobald du einen Inhalt hast, egal was, wirst du eine Form haben, in die sich dieser Inhalt ergießt, so oder so. Und ob du dann dafür Begriffe verwendest, die du noch nicht kennst, das wirst du am Ende der Reise wissen. Ich möchte noch was zu der Veränderung sagen. Also es ist schon so, dass wir festgestellt haben, dass es teilweise ein Rückzug erfolgt, weil du so mit dir selber beschäftigt bist und so in der Erkenntnis und so viel spürst und da quasi weitergehen möchtest, dass du dann vielleicht mal weniger ins Kino gehst oder dich weniger mit anderen triffst, weil auf einmal so die eigene Erkennen und das eigene so die Wissenschaft über sich selber, das ist so im Vordergrund, du wirst so neugierig. Also es ist für außen manchmal auch ein Rückzug. Du brauchst dann kein Kino mehr zu besuchen, weil Kino läuft dann drin in dir. Ja, mit Dolby Surround und 3D, 4D, 5D, ND. Hoffentlich mindestens 5D, genau. Ja. Und was auch wieder, das möchte ich auch noch gerne an euch weitergeben, was auch wieder so klar wurde, sämtliche Filme, die wir kennen, diese Bilder, die wir da quasi von der Leinwand kennen, wo wir da denken, das ist Science Fiction und es gibt es ja so nicht, solche Bilder, ähnliche Bilder haben wir in uns selber gesehen. Und dann haben wir eben auch ganz klar festgestellt, es gibt keine Grenzen, es gibt nichts, was es nicht gibt, das ist alles ist vorstellbar, fühlbar, ja. Und wir haben dann auch echt Filme angeguckt, die dann richtig gut gepasst haben. Also im Außen, um die Resonanz zu spüren. Ja, weil es ist ein Film, der heißt BFG zum Beispiel, ist eigentlich mehr so ein Kinderfilm und von dem hatten einige eben Bilder. Und dann bin ich auf den Film gekommen und dann haben wir den dann jeder für sich eben angeschaut und du hast dann da so viel erkannt. Ja. So war es jetzt in der letzten Gruppe. Es ist natürlich ja immer individuell. Genau. So, ihr anderen, was wollt ihr wissen? Was ist interessant? Bei Reinhilde arbeitet. Ja, Regine, gern, mach dein Mikrofon auf. So, hallo. Ich wollte zum einen wissen, kann ich das auch machen, wenn ich noch nicht wirklich geboren bin? Weil bei mir steht jetzt noch geboren werden zu Hause, was ich eigentlich auch noch nehmen möchte. Wäre eigentlich was für danach geboren werden, Carsten, ist so meins. Es wird einen Grund haben, warum du es so nicht im Einsatz hast. Richtig? Ja. Dann würde ich sagen, steht die Reihenfolge fest. Okay. Und wie ist das mit dem Ritual, was bei der Matrix-Heldenreise gemacht wird? Ich habe das gelesen, dass es über zwei Stunden geht. Stimmt das? Und wie läuft das ab? Also es ist so, Regine, wir machen, bevor wir starten am 21. mit der Gruppe, die dann teilnimmt, machen wir ein
ein Abend, wo wir genau über das Ritual sprechen. Das sind nicht, also bei mir waren es zum Beispiel keine 2 Stunden, das sind nicht genau 2 Stunden, sowieso gar nicht. Es kann mal länger sein, auch mal kürzer. Okay. Genau, es ist ein anderes Ritual, wie wir sonst für die Mittel einsetzen, aber das bereden wir im Vorfeld. Mhm. Und wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die Annette fragt, wie das dann läuft in der Gruppe. Genau, wir machen eine geschlossene Telegram-Gruppe für all die, die dann die Reise miteinander gehen wollen. Und wir werden uns einmal in der Woche treffen und können dann über unsere Erfahrungen berichten. Und das zeichne ich auf und stelle es dann der Gruppe zur Verfügung. Aber es bleibt in dieser Gruppe. Also da geht nichts nach außen. Es darf und soll auch, finde ich, ein ganz geschützter Raum sein. Okay. Genau. Also du darfst dir schon Zeit einplanen, Regina. Also einmal in der Woche die circa 2 Stunden oder eine starke Stunde. Das ist gut und wichtig, finde ich. Und dann ganz viel aufschreiben. Also das ist auch so was, dir werden Bilder kommen, vielleicht wirst du malen oder auch Geschichten, Träume. Also das haben wir auch jetzt immer gemacht, dass man sich quasi aufschreibt, was kommt während dem Ritual, was war die Tage danach. Und es ist nachher wie so ein ganz eigener Film, gell, Carsten? Ich habe immer gesagt, warum können wir denn keinen Film drehen aus all den Erfahrungen? Ja. Ja. Der einzige Unterschied ist, es kommt keine Langnesefrau anschließend. Hilft dir das, Regine, so? Ja, ja, danke. Okay. Hallo, Annabelle. Da ist der Filmschneider. Ja, ich habe mich gerade mal dazugeschaltet, weil ich mir dachte, oh, da läuft doch gerade was. Und ich dachte, ich bin zwar eine halbe Stunde zu spät, aber ich kann ja mal... bisschen, während ich hier meinen Mückenstich eincreme, kann ich euch ja mal ein bisschen zuhören. Schön, dass du da bist. So. Also genau. Regine ist, glaube ich, soweit gut. Okay, Antje, was geht bei dir? Ich wollte fragen, wenn das dann die 7 Wochen vorbei sind, also ich meine, das wirkt ja dann noch sehr viel nach. Und dafür ist die Gruppe dann da, um das noch... ich meine, also alleine würde ich das nicht wagen. Aber ich meine, das 7 Wochen lang so intensiv, da muss ja noch ein Nachschub kommen. Irgendwie. Es geht in der Gemeinschaftsbildung. Also ich kann dazu auch erzählen, ich bin netterweise, wurde ich auch eingeladen in die Matrix-Gruppe auf Telegram, also die erste Gruppe. Ich glaube, es sind irgendwie 8 Leute drin. Und ich bin dann nur drin, weil ich die Gruppe erstellt habe und ein Profilbild eingefügt habe. Ich bin dann heimlich einfach drin geblieben, um ein bisschen mitzuhören, mitzulesen. Und die sind immer noch im Austausch. Da wird jeden Tag irgendwas geschrieben und die treffen sich auch wirklich immer noch einmal die Woche, obwohl es nicht mehr auf dem Programm steht. Und ich war bei einem Treffen auch dabei letzte Woche und es war schon, das ist halt wie so eine Selbsthilfegruppe, so total schön irgendwie. Das ist eine neue Wahlfamilie. Genau, die Wahl, die Herzverwandte, sage ich mittlerweile. Genau, die Herzverwandte. Du hast eben deine physische Familie und dann hast du die Herzverwandte. Also Antje, es ist so, dass sich dann danach einfach, so war es jetzt auch wieder, jemand verantwortlich fühlt für die Gruppe und weiter die Treffen organisiert und dann kann die Gruppe ganz lange bestehen. Ja, das ist das, was jeder dann quasi mit reingibt. Und man ist nicht fertig. Das sagt auch der Jens so schön in dem Video. Wir machen uns auf den Weg und ja. Kein Zurück. Genau, genau. Kein Zurück und es geht einfach weiter. Genau. Genau, das habe ich gesagt, wir treffen uns einmal in der Woche. Es wird Montag sein und Dienstag wäre es dann gut, wenn man dieses Ritual macht. Dann hat man wieder eine Woche Zeit und dann treffen wir uns montags und können uns dann austauschen. Ihr könnt euch dann aber auch in der Gruppe austauschen. Da gilt dann aber auch wieder diese 3-Tages-Regelung, die 72 Stunden, also genau, Carsten macht schon so, sprühen, erfahren, vielleicht notieren, fühlen und dann nach 3 Tagen. Schweigen. Dann darf man reden, genau. Das ist doch ein großer Bedarf. Wenn die sich treffen, an diesem besagten Tag, das sprudelt aus denen raus, als wenn da ein Wasserfall 6 Tage unter Kuratel stand.
Ja, also es ist so viel Bedürfnis, sich auszutauschen. Es gibt keine Gruppe, wo das so intensiv passiert wie in diesen Matrix-Gruppen. Ja, weil die eben aus Welten erzählen, die noch keiner betreten hat vorher. Oder wir haben es vergessen, Carsten. Deswegen erinnert euch, mehr ist es ja nicht. Genau. Wir haben vergessen, dass wir vergessen haben. Genau. Was auch spannend ist, also wir empfehlen diese Matrix-Komplexe schon ja, so 2 Wochen oder wie viel empfiehlst du immer im Vorfeld genau zu bestellen und dann stehen die schon bei dir zu Hause und dann fängt es schon an. Dann entfalten die schon eine Wirkung, das Feld verändert sich und es ist wirklich so, es wird dann schon spannend. Und dann, also so war es bei mir, ich konnte es dann auch fast nicht erwarten, endlich beginnen zu können. Und was die Teilnehmer auch berichten, es gibt Zeiten, da war das so, da wollten die Mittel am liebsten leer trinken, die Fläschchen. Warum eigentlich? Ja, weil es wahrscheinlich so gut tat. Ja. Es erinnert. Ja, es erlaubt einen unmittelbaren Zugang, ohne Hürden, ohne Filter, ohne Regularien. Wie groß wird die Gruppe sein? Also Carsten, du hast eine Begrenzung drin. Bei 50. Wir sind jetzt bei 13, 14 Buchungen. Das heißt, wenn wir die dazu nehmen, ich schätze mal, wir werden 25 nicht groß überschreiten. Das ist eine Gruppe, die lässt sich gut handeln, weil da ist richtig Dampf anschließend drin. In so einer Gruppe kann man sich ungefähr vorstellen, wenn dann so 20 Geister, die wir gerufen haben, freigelassen werden, und die kehren nicht zurück in die Flasche, die wollen nicht zurück in die Flasche, weil der Flaschenhals ist zu eng für das, was dann passiert, dann hat das eine gewisse Dynamik. Ja, das hast du schön gesagt. Genau, der Geist, der aus der Flasche kommt und nimmer zurückgeht. Ja, genau. Antje fragt, wann fangen wir an? Also das erste Ritual wird am 21. März sein. Und es macht, also die Rituale macht jeder für sich. Und wir machen dann den Freitag davor, am 17. März. Wir werden die Termine jetzt dann auf der Website veröffentlichen. Das wollten wir heute machen, machen wir noch. Und am 17. Freitag, 17. März, da machen wir quasi so die Einführung. Da reden wir, wie nehmen wir die 3 Mittel, wie bereiten wir uns darauf vor, können auch nochmal Fragen beantworten. Und dann darf es an diesem Dienstag starten. Und dann geht das los. Genau. Und Carsten, es ist ja so, es sind ja dann immer 7 Tage. Wir machen auch 7 Sprührunden. Möchtest du was zum Thema 7 sagen? Naja, 7 ist ein Schöpfungszyklus. Ja, es ist eine Zahl, die da ihren mystischen Charakter entfaltet. Ich hab mich ja nun bei der Konstruktion mit ganz viel mit Zahlen, mit Mathematik und mit der Kabbalistik beschäftigt. Da gibt es da so eine Sephirot aus dem Hebräischen. Das ist ein Schlüssel, den die Kabbalisten benutzt haben, um Welt zu verstehen. Manche haben versucht, dann das zu nutzen, um Welt zu beeinflussen. Ist ihnen auch gelungen. Leider, aber auch ich bin ja nicht doof. Ich lässt sich ja alles drehen letzten Endes, wieder auf die Füße zurückstellen. Und das ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Also nach den Erfahrungen der letzten beiden Runden muss ich sagen, ja, das, was ich mir so gedacht hatte, ohne es zu fühlen, hat funktioniert. Jetzt weiß ich, dass ich das auch fühle, was ich da dachte. Nun ist das Ding rund. Okay, also 7 Tage, 7 Wochen und dann haben wir noch ein Vorfeld und ein Nachfeld, was wir bearbeiten. Genau, so ist der Ablauf. So ist der Plan. Genau. So, wie fühlt ihr euch denn? Die Dagmar, mach mal Daumen hoch, schön. Genau. Ja, Reinhilde. Wann war die erste Gruppe? Wie lange ist das bei denen her? Wir haben ja im Dezember begonnen. Also die erste, die war im Frühjahr, Carsten, letzten Jahres. Nein, die ist aus der Seelenwegbegleitergruppe entstanden. Mhm. Und die haben angefangen, Sommersonnenwende oder Frühjahr? Ja, stimmt. Stimmt, ich bin falsch. Ja, Sommersonnenwende. Ja. Sommersonnenwende haben die begonnen. Weil das fand ich ganz spannend, weil die Juliana, die hat ja ganz am Anfang gesprochen, die hat es zwar alleine gemacht, aber ihr ist es ja wohl schon länger her. Was mich interessiert ist,
wie das eben Menschen erleben nach einem langen Zeitraum, was sich für sie in sich verändert hat. Das finde ich ganz spannend zu wissen. Also einmal kurz danach ist ja eines, aber längerfristig. Und was meinst du mit länger? Also ein Jahr dann oder zwei? Ja, deswegen frage ich nach der ersten Gruppe, was die so berichten und ob die noch in euer Dunstfeld sind und dass man da nochmal drüber spricht oder so. Ja, das ist die Juli, das ist zum Beispiel der Jens, der drin war. Also genau. Ach, der hat das wiederholt. Nee, also wir haben jetzt dieses Video, was wir zusammengestellt haben. Das war erste und zweite Gruppe, die eben was sagen wollten. Genau. Und hast du jetzt den Zeitraum über Ostern mit der Auferstehung bewusst gewählt? Das hat ja eine schöne Symbolik dann auch noch. Nein, es gibt diese vier Trippelpunkte im kalendarischen System. Aber wir werden es organisatorisch sicherlich nur auf den Frühlingsäquinox und auf den Herbstäquinox beschränken. Denn wenn wir alle vier Termine wahrnehmen würden, dann würden wir unsere Kapazitäten sprengen. Also Christine und meine. Deswegen habe ich meinen Enthusiasmus gleich wieder gebremst und gesagt, okay, zwei Termine streichen wir gleich wieder raus. Ja, ich habe es rausgestrichen. Und dann schauen wir mal, was hier dann, wenn wir zwei Zyklen begleiten im Jahr, was dann so entsteht. Die Idee ist ja folgende. Wenn sich aus diesen Gruppen Menschen entpuppen, die sagen, das spricht mich ja nicht mehr selber. Ja, da wird dann Matrix-Helden in deinem eigenen Umfeld Begleiter vielleicht. Wer dich das zutraut, der das mitgemacht hat, ja, kann sich ja fragen, kann ich vielleicht sowas auch mal in meinem Umfeld machen? Aber wir beide werden das auf zweimal im Jahr begrenzen, damit wir uns nicht noch mehr aufhalsen, als wir uns schon aufhalsen. Halsen. Heißt es halsen oder halsen? Halsen. Ja. Also wir würden es gerne auch vielmal machen. Aber es ist schon auch intensiv und es macht auch was mit uns. Und wir möchten es eben auch mit einer Qualität, mit einer Liebe und mit einer Hingabe machen. Und zweimal im Jahr ist dann gut. Genau. Ja, Annette, die Anmeldung ist auf der Seite von der Resonalogik. Und zwar, ich glaube, unter Seminare, ja. Da ist Matrix Heldenreise, ist schon eingestellt. Und reicht das? Ja, es reicht. Also die drei Mittel, die reichen euch für die Reise. Und zum Schluss bringen wir dann alle drei Mittel in ein Mittel zusammen und haben dann auch nochmal einen eigenen Sprühvorgang oder Sprühnachgang, so wie wir es nennen wollen. Also es reicht, wir haben jetzt noch niemanden gehabt, wo es nicht gereicht hat. Die reichen. Da sind es eigentlich 100 ml-Karten, ich gucke gerade mal. 150. In 105. Also 3x50. Ja, also es reicht. Genau, sehr gut sogar. Holger, erzähl mal. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil für die Wintersonnenwende hätte ich mich angemeldet. Und dass die jetzt ausfällt, ist schade. Klar, dass das ein Haufen Arbeit ist. Aber als ich das mitgekriegt habe, gelesen habe, dachte ich, ja, das ist das Einzige, was für mich passt dieses Jahr. Ja, dann muss ich wohl bis nächstes Jahr warten. Du hast ja noch einige andere Reisen vor dir. Ja, ich warte drauf. deswegen mache ich das ja auch jetzt nicht zum Frühjahr. Sonst hätte ich mich sofort schon längst angemeldet. Ja, aber ihr werdet das darüber hinaus, nehme ich an, auch weitermachen. Ja. Also. Das wird ein fester Bestandteil bleiben. Fest. Hm. Ja, gut. Dann dauert es halt länger. Ich kann sie auch zwischendrin alleine machen, wenn ich will. Also, ja. Die stehen sowieso von Anfang an auf meiner Liste, nur. Das ist eben noch viel anderes. Ja gut, weiß ich Bescheid. Schade. Ja, guckst du mal, Holger, wie es sich so entwickelt und wann du dann dazukommst. Ja. Es wird deine Zeit kommen. Ich bin ja auf meiner Reise, auf meiner eigenen. Und von daher kann ich das nicht zwischendrin reinschieben. Und will ich auch nicht. Ich habe jetzt schon
Genug zu tun damit. Ja, das kommt dann, wenn es kommt. Also kein Problem. Denke ich auch. Eine andere Frage, das ist wahrscheinlich noch eine Steigerung der Seelenfrequenz, nehme ich an. Ne? Völlig. Seele ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ja. Erschöpfungsebene. Ja. Weil das habe ich gerade einfach nur in der Flasche bei mir ständig. Und da merke ich schon, dass da einiges passiert. Deswegen war jetzt nur, das ist noch mal 1, 2, 3 Stufen drüber, nehme ich an. Ne? Weiter zurück. Noch weiter zurück, ja. Okay, wie weit zurück? Bis zum Beginn. Bis zum Beginn. Bis zum Beginn. Okay, gut. Wie sagst du immer, Carsten, so weit zurück bis zum Raum vor der ersten Unterscheidung. Also ins Nichts? Ins Nichts. Und da ist auch schon alles. Ah, da kribbelt es schon wieder. Okay. Jo. Ja. Jo. Danke, Holger. Ja, gerne. Danke euch. So, ihr Lieben, dann würde ich so langsam die Runde schließen. Brennt noch irgendwas unter den Fingernägeln? Wollt ihr noch was wissen? Oder auf der Zunge? Warum sagt man eigentlich unter den Fingernägeln? Was ist denn das wieder für ein Spruch? Ja, es gab mal eine Foltermethode. Oh nein, bitte nicht. Es brennt unter den Fingernägeln. Ah, okay. Okay. Ist es eine gute Idee, mit dem Matrixfässerchen anzufangen, ohne andere vorher? Du schüttelst einen Karten, dich hören wir nicht mehr. Wo bist du? Ich habe hier bei der Arbeit. Nein, das ist keine gute Idee. Also, ich würde mich ein bisschen präparieren auf etwas, was mir eine Idee von mir selbst gibt. Ja, also, ihr kennt den Führerschein, ne? Wenn jemand einen Führerschein hat, dann bedeutet das nur, ich bin in der Lage, ein Auto zu bewegen. Autofahren kann ich da noch nicht. Das Autofahren lerne ich im Laufe der Zeit. Und so ist auch diese Matrixreise zu verstehen. Wer anfängt, sich auf Fässerchen einzulassen, also eine Selbstbegegnung initiiert, der sollte erstmal Wege gehen, die ihm vertraut vorkommen, die er schon kennt, wo er auch schon eine gewisse Resonanz hat, weil vertraut heißt, da bewege ich mich zügig und da bewege ich mich auch souverän und sicher. Aber bei der Vorstellung, einen Raum zu betreten, von dem ich keine Ahnung habe, dass er ist und dass er in mir ist, ist das sportlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich kann es niemandem empfehlen. Ja, fang erstmal an, Kerstin, dich mit inneren Bildern zum Beispiel auseinanderzusetzen und was vielleicht so ein Spree macht mit dir. Und dann darf irgendwann Matrix dran sein. Gute Frage ist es. Okay. Carsten, von unserer Seite ist alles berichtet, alles mitgeteilt. Wir haben geteilt mit euch. Genau. Mit den anderen Teilnehmern auch. Genau. Ja, ihr wisst ja, wir haben unsere Chatgruppen auf Telegram. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt Fragen. Da können wir auch gerne mal beantworten. Und wer sich gerufen fühlt, der steigt mit uns ein und macht diese Reise. Und wenn es nicht jetzt ist, dann ist es zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, es hat alles seine Richtigkeit. Okay. Gut, dann schließen wir hier. Carsten, danke für deine Zeit, dass wir heute nochmal zusammengekommen sind. Danke für deine. Dann machen wir die Termine fix und gucken, was da kommt, oder? Ja. Okay, schön. Ich danke euch, dass ihr da wart. Alles Liebe. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.